man nicht alles so entdeckt, wenn man auf Maxi-Durian-Suche ist. Der Weg steht dir nun offen. Tritt voran. Ja, zwischenzeitlich. Im Rache des Drachen habe ich auch noch eine weitere Nebenaufgabe erledigt. Wir sehen uns natürlich gleich wieder zurück in der Wüste, aber, ja. Während ich hier so ein bisschen rumgereist bin in Hyrule, ist natürlich auch Farodra, der Drache, mir irgendwann entgegengekommen. Und den habe ich dann mit Pfeil und Bogen natürlich, ja, versucht irgendwie so eine Schuppe zu ergattern. Hab's dann auch geschafft und diese dann eben jetzt hier bei meiner Maxi-Durian-Suche habe ich diese Schuppe dann eben halt auch verwenden können. So, zack. Sehen wir uns im nächsten Schrein. Kuschufus-Schrein. Segen. Gott. Okay, Elektrolanze. Ah, da haben wir wieder keinen Platz. Ich muss Maronus so unbedingt ganz, ganz dringend aufsuchen. So. Okay. Perfekt. Und ein weiteres Zeichen der Bewährung. Ich weiß nicht, wie viele haben wir denn mittlerweile schon wieder? Vier Stück schon. Das heißt, wir können uns auch ein neues Herz noch besorgen. Ein weiteres Herz. So. Aber ich bin natürlich noch nicht so ganz fertig, ne? Also angefangen habe ich mit den Nebenaufgaben bereits so ein bisschen. Feuersteine sollte ich jetzt mittlerweile 10 Stück zusammen haben. Und wisst ihr, was ich noch gefunden habe? In den Gebirgen. 10 Feuersteine. Check. Und 17 Leuchtsteine. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir können uns gleich das andere Set auch noch direkt gönnen. Jetzt bin ich natürlich voller Hoffnung, dass wir hier auch noch ein paar Durian-Früchte finden. Und genau so sehen diese Bäume dann hier eben aus. Oh. Eins. Hm. Rüstling, sehr gut. So, gerade mal gucken, wie viele von den Durian-Dingern habe ich jetzt? 7. Wir brauchen also noch 3. Dann suchen wir noch diese kleinen Bäumchen. Da steht schon der nächste. Da, genau, da war ich sogar noch nicht. Oh, da stehen noch 2. Ich glaube, wir bleiben gar nicht so lange hier im tiefen Dschungel. Wir sind übrigens in, Moment, West-Nekluder. Auch eine sehr schöne Gegend, sehr tropisch aufgebaut und alles mögliche, also wirklich wunderschön. Ich freue mich wie verrückt auf die Himmelsinseln und all das, was sich eben in Hyrule so verändert haben soll, wird. Aiji Anuma sagte ja, dass wir ein Hyrule entdecken werden, welches wir so noch nicht gesehen haben. So. Wir haben 11. Okay. Ja, sauber. Dann können wir ja wirklich zurück in die Wüste. Ich kann mal gucken. Ich fliege mit euch jetzt hier gerade nochmal so ein bisschen drüber. Hier ist halt diese riesige Drachenschnauze, dieser Schädel, der da hinten halt ist. Und hier wird natürlich wieder ordentlich Alarm geschlagen. Okay. Wir kehren zurück zum Gukushise-Schrein nach Gerudo-Stadt. Und von dort aus werden wir so ein paar Nebenaufgaben jetzt noch erledigen, bevor es dann eben weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in dieser Folge das große Finale in dem Sinne haben, dass wir die Wüste jetzt verlassen können. Kommt ganz drauf an, wie gut ich mich anstelle. Müssen wir dann gucken. So. Bam, bam. Bam, bam. Sehr schön. Okay. Gehen wir rein. So, sie wollte doch hier.
Wo ist denn die, die jetzt hier diesen... Genau, sie hier. Ich bin ja dankbar, dass du immer mal wieder vorbeischaust. Aber solange wir keine Feuersteine haben, können wir keinen Schmuck herstellen. Hier. Das habe ich für dich gesammelt. Oh. Was? Die willst du uns schenken? Ah, aber das ist mir ganz unangenehm. Aber du bist so nett zu mir und dabei kennen wir uns gar nicht. Ich würde dir eine Belohnung geben, aber der Laden war die ganze Zeit geschlossen. Ich habe keine Ware da. Ich hab's. Wir können dir als Dank für die Feuersteine vielleicht irgendeinen Spuck machen. Boah. Was nehmen wir denn? Topas Ohrringe, Saphir Stirnband oder Rhodonit Stirnband? Wir nehmen das Rhodonit Stirnband. Weniger empfindlich gegen Kälte zu machen. Das wäre sogar gar nicht so verkehrt, weil wir ja eben noch die Wildbeeren sammeln müssen, ja. Ah, das war's schon. Rhodonit Stirnband, sehr gut. Jetzt darf man nur nicht den Fehler machen und das Ganze hier anziehen. Dann werden wir direkt rausgeschmissen. So, willkommen in der Oase. Nein, ich will das verkaufen, Mann. Wobei wir auch noch. Genau, Sekunde. Wir müssen hier den Typ aufsuchen, der hier das ganze Wasser verschmutzt. Ich meine, der war hier oben irgendwo, oder? So, da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, dass es in Tears of the Kingdom, weil es hat ja relativ auf den Himmelsinseln relativ viele helle Farben, dass wir hier halt auch manchmal so gut wie gar nichts sehen und mega geblendet werden. Aber lassen wir uns überraschen. So. Wo ist denn da? So. Ah nein, das waren die Wildbeeren. Aber wer wollte denn nochmal Maxidurian haben? 1, 2, 3, 4. Wer wollte Maxidurian haben? Die achte Kriegerin. So, stimmt, die war hier unten. Ah, dann können wir das gerade eben erledigen. Die Wildbeeren, wir brauchen die Wildbeeren. Dafür müssen wir die Hochebene von Gerudo. Und da fehlen mir eben noch, ich glaube, 4. 4 Wildbeeren fehlen noch, dann hätten wir das auch schon erledigt. Geht also gut voran. Tatsächlich. der Release zu Tears of the Kingdom kommt immer näher. Ich gehe echt ein bisschen Panik. So. Mal gucken. Sehr gut. Komm. Hier, nimm. Iss. Du meinst, die anderen sind wütend auf mich? Dann haben sie bemerkt, dass ich weg bin? Natürlich. Ich bitte, lass mich dich nicht nochmal suchen. So, okay. Zurück nach Gerudo-Stadt. Es ist wirklich, ja, es ist ein Hin und Her gerade. Und dann mit dem Saphir-Stirnband in die Hochebene von Gerudo. Das ist dann der nächste Stützpunkt, den wir aufsuchen werden. Und dann müssen wir die Wildbeeren. Die Wildbeeren müssen auch sammeln und ich dachte, da müssten wir so langsam aber auch alles haben. Ich hoffe wirklich, sie ist nicht jetzt nicht nochmal weggelaufen, dann krieg ich hier sonst die Krise. Dim. Und wegen der achten Kriegerin müssen wir noch mit irgendjemandem sprechen.
nach dem Goron da sitzen. So cool. So. Okay, let's go. Perfekt. Oh, du bist wirklich da. Beretta hat uns alles erzählt, was, wie du sie gefunden hast, meine ich. Du warst heldenhafter als jeder Voi, hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unsere Einheit betreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davongekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm das hier zum Dank. Sehr gut. Die Suche nach Beretta. Willst du dann erst mal langsam hier bleiben? Meine Schwester Bedi ist losgezogen, um sich einen Voi zu schnappen. So. Kannst du mir noch was zur achten Kriegerin erzählen, vielleicht? Meine Truppe beizutreten. Ja, klar. Doch ich habe vor der Königin gehört, dass du dich auf einer ziemlich wichtigen Mission befindest. Okay, hier erfahre ich nichts über die achte Kriegerin. Kotte. Auch nicht. Vielleicht in der Bar, ne? In der Bar, ja, da kann ja mal so das ein oder andere Gespräch irgendwie dazukommen. Bam, bam, boah. So. Zwerg. Okay. Dabei also kam sie allerdings nach Boris zu nahe. Ne, auch nichts, was wir erfahren könnten über die achte Kriegerin. Dann lasst uns mal gucken, was wir hier verkaufen können. So. Maxidurian. Warum haben wir Maxidurian noch komplett? Hat sie es nicht genommen? So. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier noch jede Menge Topas, genau, alles verkaufen. Brauchen wir komplett. Passt auch. Und das passt auch, super. Dann haben wir jetzt auch das Set komplett. Ne, die ganzen Ressourcen von den Monstern brauchen wir, um unsere Rüstung weiterhin immer aufzurüsten. So, dann gehen wir jetzt gerade mal nochmal in die Bar. Aber um die achte Kriegerin haben wir bisher mal noch nichts erfahren. So, komm. Wüstenschulterschutz. Sehr gut. Wie teuer ist das hier eigentlich? 800, 800 und 800. Also 1600 Rubine brauchen wir dafür. Wir hätten sogar genügend Leuchtsteine. Sehr cool. Okay, zack. Jetzt muss ich gerade nur noch mal gucken, wo es diese Bar gegeben hat. Hier oben. Vielleicht haben wir hier jetzt die Möglichkeit. Poki! Dein Weibel Voi, es gibt nichts Besseres, Furosa. Dafür, dass du fast verdurstest wärst, hast du dich aber schnell wieder erholt. Aber was ist jetzt mit dem Schrein, nachdem du gesucht hast? Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Plackerei werden würde. Auch nichts. Savak! Okay. Ich habe Caliban hier in letzter Zeit gar nicht mehr gesehen.
Steh nicht einfach da herum und belausche ganz dreist unser Gespräch. Verzieh dich. Ja, das gibt's doch gar nicht. Oh, was ist denn mit dir? Ui, wer braucht die schon? Wir kriegen hier nichts raus. Über die achte Kriegerin. Bei den Gerudo erzählt man sich eine Legende von 7 Kriegerinnen, aber angeblich soll es eine 8. Kriegerin in der Gerudo-Hochebene geben. Okay, also in der Gerudo-Hochebene. Da müssten wir jetzt nochmal hin. Also hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich geholfen hat. Man kann es aber auch hier fast nicht erkennen, ne? Nee. Aber gut. Gerudo-Turm und dann werden wir mal gucken, dass wir in diese Hochebene kommen. Ich hoffe, wir werden nicht erfrieren. Es wird nicht ganz einfach, glaube ich, wenn wir da vor Ort sind. Aber besondere Situation, besondere Umstände, besondere Maßnahmen. So. Okay, wir ziehen uns um. Einmal das und einmal das. So, okay. Sollte machbar sein. Wir wollen jetzt irgendwo hierhin. Probieren wir es aus. Ich weiß nicht, ob es klappt, ob wir wirklich hier irgendwas herausfinden werden über die 8. Kriegerin. Aber irgendwas werden sie an Informationen wohl hier oben für uns haben. Also alleine auch die Wildbären würden halt hier völlig ausreichen. Und wären zumindest schon mal ein gutes Ziel für hier. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir... wie wir ganz unbefangen halt in diese Ebene kommen. Hier sieht's ja eigentlich schon ganz gut aus. Oh. Nee, ins Jägerversteck wollte ich jetzt nicht. Da kann man schon gut die Bäume erkennen, die schon so halb vor sich hin frieren. Wir versuchen mal hier über die Gipfel da irgendwie hinzukommen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Musiktechnisch sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Kann man eigentlich immer relativ gut raushören. Nee, müssten wir gleich nochmal neu probieren. So. Dann lasst uns gucken, dass wir hier die Wildbären zumindest finden. Boah, du Mistvieh! Hinterrücks einfach erschlagen! Kacke! Oh nein, wo starte ich denn jetzt? Ich hoffe nicht, dass... bestimmt in Geru... Nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Von wo kam der denn bitte? So. Wildbären.
Was ist das? Sind das auch Wildbären? Nee, das sind keine Wildbären. Ein Frostling. Okay. Da! Ich will jeglichen Konflikt hier wirklich aus dem Weg gehen gerade. Deswegen mache ich direkt mal die Biege. Aber wo? Hema-Hochland, Zabo-Schneefeld, achte Kriegerin. Ja, ist ja. Kann ja nur hier oben irgendwo sein. Bestimmt hier direkt. Goldene Mitte. Gucken wir einfach mal. Oh, man hört schon wieder Gegner. Man hört Gegner. Leer gefahren, aber egal. So. Ach, das ist kacke, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Ich brauche halt tatsächlich hier oben Feuerpfeile oder irgendwie sowas. Sonst bringt das hier alles nichts. Und am besten noch ein Schild. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Link, steh auf. Es gibt... Sobald er anfängt zu wirbeln, ist es echt richtig Mist. Nein, kein Rüstling essen. Nein, nein, nein. Link. Oh Gott, ich flippe gleich aus. So, komm. Gib mir den Feuerstab. Danke sehr. Ah, ist voll. So. Ist die Frage, muss man, wo muss man lang, ne? Da hat es mich jetzt getroffen. Ich muss jetzt gerade mal irgendwas essen. Essen. Das gibt's ja gar nicht. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe fast gar nichts mehr, was ich hier essen könnte. Maxi Durian. Gut, sie ist ja sowieso zurück. War es das? Ja, scheinbar. Na gut. Da, das sieht man ja schon, was da drin ist. Nee. Das war hier so ein Mega-Moblin. Können wir gerade noch mal in die Aufgabe reingucken. So. Aber angeblich soll es eine achte Kriegerin in der Gerudo-Hochebene geben. Krass. Und wo soll die bitte sein? Oh nee, komm, gar kein Bock. Na komm. Leider voll.
sind hier. Jo, danke. Danke fürs Einfrieren und fast, fast töten. Glaub fast, dass die hier irgendwo sein wird. Was ist das? Das sieht doch schon so ein bisschen verdächtig aus hier unten, oder? Bringt uns zumindest nach oben. Es ist krass, wie wenig Link hier in dem... wie wenig Link hier aushält. Das sind alles Monster, aber nichts, was mir irgendwie helfen würde. Es gibt hier nichts, um irgendwie eine achte Kriegerin oder sowas ausfindig zu machen. Was ist hier drin? Violetta Rubin, immerhin. Rubine können wir immer gut gebrauchen. Oh, ah. Oh. Das war aber gemein. Oh. Echt? Wir haben sogar einen Schrein hier? 100 pro der hier oben. Ja. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Jetzt traue ich mich überhaupt nicht mehr. Ist alles fake, was hier im Boden steckt. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Könnte mir aber nicht erzählen. Es wäre aber sehr gut eigentlich hier, einen Tempel zu haben, wo ich mich hin teleportieren kann. Ich weiß aber überhaupt nicht. Wo ich hier noch. Keine Chance. Ich weiß gerade gar nicht, wo hier irgendwie eine achte Kriegerin sein soll. Oh, lauf doch! Dip, 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 dip. Muss er dann, wenn unterirdisch sein, der Tempel. Hm. Also tatsächlich muss ich hier gerade echt ein bisschen passen. Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, wo hier was sein soll. Sprengstoff drin oder sowas, ne? Gar nichts. Shit, was haben wir da hinten? Ist noch ein Krogrätsel. So, jetzt können wir zumindest ein bisschen was noch gewinnen an... Wenigstens noch ein Samen oder so. Irgendwas Erfolgreiches noch in dieser Folge. Hier ist gerade gar nichts mehr. Okay. Ach, komm schon. Doch, da hinten. Da hinten ist der Schrein. Aber voll versteckt. Versteckt, aber doch gefunden. Ba-ba-ba-ba.
Wenigstens haben wir die 10 Wildbären. Das ist ja schon mal ein Anfang, finde ich. Sehr gut. Oh, es sind sogar noch welche. Hey. Ich würde sagen, wir können jetzt hier aber nicht einfach irgendwas auslassen. Nee, was schön. Kimakosasa-Schrein. Sehr gut. Okay. Gucken wir. Was haben wir für schöne Aufgaben da drin? Ah, aber wo ist die 8. Kriegerin, Mann? Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich müsste mir da vielleicht mal eine kleine Hilfe besorgen oder so. Eine Kraftprobe. Kraftprobe schwierig. Will jetzt nicht sagen, aber ich. Ja, doch, da könnte vielleicht gehen. Ich würde nur gerne andere Rüstung dafür anziehen. Also dann. Lass mal gucken. Ohne Pfeil und Bogen vor allem. Nee, das war ein Fehler. Na komm. Kann man schnell und effektiv zuhauen. Ja, komm. Ich hab ein bisschen Schiss gerade um mein Leben. Könnten wir noch richtig zu lang. Sehr gut. Und, geht. Hab's mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber klappt. Einen Schritt nach vorne gegangen. Ich wollte eigentlich nach hinten ausweichen. Nein! Schon wieder Game Over. Sind wir schon über 10?